Alright, willkommen zurück zu FTL. Den letzten Part, den ich aufgenommen habe, ist 2 Tage zurück. Deswegen fühle ich mich gerade so ein bisschen, naja, unwohl, an der Stelle weiterzumachen, an der ich nur noch 5 Punkte Hull habe. Aber ich bin voll konzentriert. Einen kurzen Überblick. Wie geht's unserem Schiff? Wir haben 138 Scrap. Okay, wir werden schnellstmöglich reparieren müssen. Wir brauchen einen Teleporter. Das wäre schon mal schön. Okay, wir springen einfach mal weiter. Da ist der Exit Beacon und wir haben immer noch keinen Shop gefunden. Wenn ich hier hinspringe, sehe ich 3 neue Beacons. Da oben sind es 2. Ich spekuliere auf einen Shop und springe hier hin. Und 3 Treibstoff. Ja, wir müssen shoppen gehen. Was haben wir hier? Ein Rock Transporter. Ja, den nehmen wir auseinander. Oh, okay. Ein Patrouillenschiff. Und die kommen natürlich sofort. Du hast einen Raketenwerfer. Naja, machen wir, was wir bisher auch gemacht haben. Und ruf da. Was war mein Burst Laser 1? Er schießt nur 2 Laser. Ich stelle am besten mal meine Waffen wieder alle auf. Manuell, wie sonst auch. And here we go. Ah, der ging glücklicherweise daneben. Aber der Junge hat immer noch seinen Raketenwerfer. Jupp, damit wäre er weg. Kurz gewartet, bis alle Waffen am Start sind. Und los. Schilde sind unten, perfekt. Jetzt haben wir eigentlich nichts mehr zu befürchten. Oh Mann, diese blinkende Hülle macht mich fertig. Das war doof, egal. Und tschüssi. Gut, den hätten wir. Oh, noch ein Burst Laser 1. Okay, das erweitert und nun, da sind 2 Shops nebeneinander. Dieses Spiel liebt mich. Haha. Komm, reparier mich. Gib mir alles, was du hast. 4 Treibstoffe. Wir fixen uns ohne Ende. Okay, und da ist der geliebte Crew-Teleporter. Das wird geil. Zack, rein ins Schiff. Was machen wir als nächstes? Für mich immer ganz wichtig. Ein weiterer Punkt in den Teleporter. Ja, der nächste noch eine Energie und dann sind wir fit. Wir haben nur noch 15. Was mache ich denn in der Zeit? Ach so, ich kann ja noch mal kurz gucken. Was könnte ich verkaufen? Ich habe einen zweiten Burst Laser. Mit den beiden kleinen Burst Lasern, die echt nicht viel Energie brauchen, kommen wir durch alle Schilde, schwächen alle Schilde, haben die Crystal Waffen, um durchzukommen. Gar keine schlechte Idee. Die Hermes 3 Power. Ich habe ordentlich viele Raketen. Ließe sich überlegen. Wie viel Energie verbrauchen die denn alle zusammen? 2 hier, zusammen 3, 5 und 8. Das wäre möglich. Wir könnten Raketen mit ins Spiel nehmen. Ich behalte die beiden Waffen noch und überlege ein bisschen. Wird sich zeigen. Ich nehme einfach mal die beiden Beacons hier unten mit. Oh, klar. Und eine geliebte Sonne. Na dann. Aber... So Jungs, kurz mal die Luft anhalten. Wo springen wir hin? Wir wollen sie schön ärgern. Ah, Mantis sind wunderbar. Komm, Waffen, schön. Ja, ja, ja. Alle am Start. Erste Salve und alles hinterher. Okay, die Rakete ist schon mal weg. Den Rocks da drüben geht schon mal gar nicht gut. Mein Mantis aber auch nicht. Bevor ich Mist baue, obwohl ich
ich sie mal ganz kurz zurück. Hier, ganz cool. Die Krankenstation liegt ziemlich nahe. Zwei Laser abgefeuert und der Rest hinterher. Okay, da kommt der erste Solar Flare. Gar kein Problem da unten. Suck it. Okay, abhauen tut er nicht mehr. Und machen wir mal alles wieder zu. Und sagen da drüben nochmal Bescheid. Denn jetzt will ich euer Schiff haben. Oh, da ist ein schönes Loch, was ich da reingehauen habe. Na, war's das schon oder habt ihr mehr an Bord? Yes. Someone offers to join our crew. Ein Sultan. Huhu. Okay, wir müssen hier kurz warten. Teleporter ist noch nicht am Start. Na, da oben bricht ein Feuer aus. Ignis, dein Name ist schreit schon Feuer. Kümmere dich mal kurz darum. Okay, die Mantis werde ich schön wieder zurückholen. Euch geht's immer noch cool. Unser Sultan heißt King. Guter Name. Na komm, wenn du dich da oben drum gekümmert hast, muss dein Mantis-Freund mal schnell aushelfen. Ansonsten wird mir das hier zu heiß. Ja, ich springe ja sofort weg. Und nächster. Ein dicker Rockschlitten. Na dann. Ah, das Feuer ist da ja nicht ganz so schick. Aber mit ein bisschen Glück... Ja, lassen wir einfach den Sauerstoff raus. Ja. Ich weiß, ihr beschwert euch. So, sollten kurz Plätze wechseln. Ach, komm schon. Stell dich nicht so an. Genau. Wo stellen wir dich denn hin? Du könntest eigentlich direkt im Sauerstoffbereich bleiben. Ja, warum eigentlich nicht? Damit haben wir hier einen weiteren Punkt, so wie es gedacht ist. Komm, hol dir die Raketen. Ah, schade. Mantis sind am Start. Rüber da. Wir haben wohl wieder unsere volle Energie in den Triebwerken. Ach so, ihr habt eine Krankenstation. Na, dann ärgere ich euch einfach so, oder? Na komm. Da ist der erste. Oh, der hat gesessen. Oh, Mongros, dich hat's ja ordentlich mitgenommen. Ja, geh dich mal schnell heilen. Auch wenn King Sultan ist und nicht besonders viel aushält. Ich probiere einfach mal aus, wie er damit klarkommt. Und das tut den Schilden gar nicht gut. Den ersten Rock da drüben haben wir. Der rennt natürlich weg. Und das wär's mit der Krankenstation. Kurz Überblick verschaffen. Jo. Okay, kriegen wir denn noch den Rock da drüben? Nee, wo treibt er sich rum? Da muss unbedingt drauf achten, dass keine... Ach, er repariert wahrscheinlich die Krankenstation. Hello, Baby! 49 Scrap. Ja, uns geht's gut. Mongros, du bist wieder fit wie ein Turnschuh. Rüber da. Jetzt kümmern sich mal alle um ihre Wunden. Schotten werden geschlossen. Wie geht's dem Rest? Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Gut. Fast alle wieder auf dem Dampfer. Ordentlich Energie dahin. Ignis zurück. Der Sultan kümmert sich kurz um die Kameras und ja, alles wieder schick. Weiter.
So, die Rebellen kommen und das ignorieren wir einfach mal komplett. Ich will über diesen Punkt da nochmal fix in den Storm. Drone Control or Cloaking. Weitere Waffen wären Burst Laser 2. Braucht auch nur 2 Energie für 80. Das wäre eine krasse Verbesserung zu dem Burst Laser 1. Ja, können wir uns eigentlich erlauben. Die Hermes dauert ziemlich lange, oder? 14 Sekunden. Naja, ist kein Beinbruch. Aber bis dahin müssen wir erstmal kommen. Einen Burst Laser habe ich noch. Deswegen shoppe ich mir auf jeden Fall mal den. Der wird sofort eingesetzt. Weil es hier alles ziemlich böse verläuft. Nochmal Treibstoff und reparieren. Okay, Mr. King. Es geht allen gut. Wir haben ein weiteres Waffen-Upgrade. Na dann. Hallo Rebellen, ich will hier nur durchfliegen. Lasst mich schön in Ruhe. 2 Bomben, Laser und einen fetten Beam und einen fetten Laser. Ich lade mal meine Waffen und guck, was ich erreichen kann. Aber im Grunde will ich hier nur ganz schnell weg. Beide vorbei. Nur noch ein Beam am Start. Naja. Dann kann ich euch im Grunde auch legen und mir noch den einen Fuel abholen, oder? Oder seid ihr so blitzschnelle Mechanics und repariert die Waffen wieder? Da sind sie. Also kümmern wir uns nochmal drum, damit da gar nichts rauskommt. Ja, den nehmen wir mit. Krankenstation müsste zerschossen sein. Na dann. Der erste Mensch ist gefallen. Ach, dieses schöne Spiel. Oh, darauf habe ich nicht geachtet. Mann, Mann, Mann. Man sollte nicht so einfach von seiner Übermacht ausgehen. Mongros. Kurz mal heilen. Oh, mein Mantis. Ah, jetzt werden sie repariert. Aus da. Muss ja nicht sein. Dicker Treffer. Schöne Sache. Naja, wie läuft die Sache da mit dem Sauerstoff? Ja, danke. Schaut zu. Alle zusammen auf, damit meine Leute nicht ersticken. Waffen sind wieder am Start. Einmal auf die Triebwerke. Nö, dann halt nicht. Ihr bleibt mal schön da. Muss ja nicht sein. Na, der Kampf hat sich länger hingezogen, als ich dachte. Im Endeffekt ein bisschen sinnlos, aber Rebellen muss man aufs Maul geben. Na, wunderbar. Gar keinen Hüllenschaden genommen, bin ich jetzt einfach mal davon ausgegangen. Na, Jungs, habt das da unten bald? Oh, und aufgestiegen. Na, den nehme ich doch gerne. Raus hier. Civilian oder Angie-Controlled Sector. Das wird ja ein ganz schöner grüner Sektor-Run hier. So. Großes Ziel. Haufenweise Scrap. Von hier unten kommen wir über einen Store weiter. Ein Cloaking, was eine Möglichkeit wäre, kann ich mir sowieso nicht leisten. Also springen wir hier oben lang. Ein Asteroid Field. Probieren wir es doch einfach aus. 5 Fuel geschenkt bekommen. Schick, schick, schick. Ach ja, das ist auch eine nette Sache. Ich weiß nicht, wie es euch ging, wenn ihr dieses Engie-Ding hier, dieses Engie-Event bekommen habt. Die haben Angst vor uns und bieten im Grunde einfach sofort ihre Niederlage an.
Ist mir noch nie passiert, dass was Negatives passiert, wenn man einfach sagt, okay, ergebt euch, ich hätte euch zwar sowieso nichts getan. Eben, eine Drohne, eine Rakete, 30 Scrap, ohne dass wir unsere Hand erhoben hätten. So habe ich es gern. Wo springen wir denn lang? Oh, machen wir die große Runde außenrum. Aber ab jetzt werde ich... dickes, fettes Schiffchen. Sie schicken einen Mantis rüber. Na, das... Der Gegner hat keine Krankenstation. Wir sind super dreist und springen mal direkt zu ihm nach Hause. Sultan, ich weiß, du bist aus Gummi, aber hilf da mal aus. Na, der Gegner kann was. Waffen sind am Start. Da ihr euch sowieso nicht heilen könnt, renne ich mal ganz kurz ein bisschen weg. Jungs, kommt rüber. Halt euch. Und dann wird wieder gekämpft. Okay. Da sind wir wieder online. Ach was, jetzt fällt's mir erst auf. Die Abwehrdrohnen zerschießen ja Kristalle. Na gut. Mantis Nummer 1 liegt. Heavy Laser Mark 1. Weihnachten bei FTL. Next. Oh, Booby Trap the Cage. Wir haben so haufenweise Raketen. Ja, das machen wir. Und damit stehen die Rebellen an Ort und Stelle und bewegen sich kein bisschen weiter. Gut für uns. Giant Alien Spiders. Nope, never. Ich habe noch nie das positive Event gekriegt, was wohl möglich ist. Aber da setze ich mein Glück nicht aufs Spiel. Attack the Ship. Sie haben einen dicken Raketenwerfer und zwei Laser, so wie es aussieht. Ja, eine Krankenstation. Okay, ich werde mir... Ah, Ignis, weißt du was? Geh dich mal lieber zusammen flicken. Oh, hello. Training für unsere Mantis. Können was. Na dann sollen sie mal auf der Krankenstation gegen uns antreten. Bye bye. Na, schade. So, wir schieben unsere Mantis wieder auf den Teleporter. Krankenstation ist dahin. Oh, und sie haben sich in der Zeit noch nicht mal erholt. Perfekt. Nummer 1 liegt. Ja, ja, ja. Walker, Walker, komm mal schön raus da. Okay. Und jetzt verabschiedet ihr euch beide, denn das wird zu knapp. Gut gemacht, Jungs. Sehr gute Arbeit. Ich schau da drüben die Jungs nur ein bisschen. Oh, hätte ich nicht erwartet, dass sie so schnell... Naja, klar, sie hatten einen Engie an Bord. Dass sie so schnell hinkriegen, ihre Krankenstation zu reparieren. Deswegen gehe ich direkt wieder rüber. Na, wo ist euer Angie? Da ist er. 62 Scrap.
Oh, und das auf normal. Fast wieder vergessen, so gut wie es gerade läuft. Aber wir warten mal auf den letzten Boss. Da sieht die ganze Sache immer schon anders aus. Ah, ein Merchant. Ja, wir sagen mal hallo. Reasonably equipped. Was hat er uns anzubieten? Er hat eine Quest anzubieten. Die nehmen wir doch mal mit. Ganz hinten. Mann, 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 du schickst uns einmal quer über die Karte. Ein Shop Cloaking. Den Heavy Laser erschießt nur einen Punkt. So wie wir gerade ausgelegt sind, brauchen wir die vielen kleinen Schüsse. Deswegen werde ich den Jungen hier mal verkaufen. Und es wird immer schöner. Cloaking. Zwei Treibstoff, weil es sonst nicht so schön ist. Und ja, der Run gefällt mir. Der wird doch mal echt schick. Wir schaffen es auch direkt noch hin zum Quest. Zum Quest Beacon. Was haben wir hier? Wir können Drohnenteile verkaufen. Ich verkaufe sie alle. Na, mal gucken. Haben sie uns eine Falle gestellt? Oder... Ah, die verdammten Rebellen. Ja, 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 ja. Ein bisschen Energie aufs Cloaking. Denn rüberspringen können wir mit der Krankenstation sowieso noch nicht. Da kommt die Rakete. Oh, alles vorbei. Wie bitte? Oh. Okay. Touché. Naja, solange kein Loch in der Hülle entsteht. Jetzt aber. Sehr gut. Das war der erste Streich. Es läuft. Laser sind uns egal. Nächste Salve geht auf die Krankenstation und dann bin ich sowas von da drüben. Aber sie reparieren wahnsinnig schnell. Was macht ihr Jungs da drüben? Yep. That's our call. Ah, na klar, haufenweise Angies. Und ein Sultan. Ein Schiff voller Schwächlinge. Na, wer kommt da noch? Noch einer? Noch ein Angie. Und meine Mantis flügen über das Schiff. 39 Scrap, nicht das meiste. Kommt nach Hause, leckt eure Wunden. Na, wenn das mal nicht smooth läuft. Den Store da oben. Nee, da brauche ich zwei Sprünge zurück zum Exit Beacon. Ich würde sagen, bis hierhin sieht es wieder vollkommen gut aus. Ich fühle mich wesentlich mutiger als vorher. Und ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.